Ach, in meiner Freizeit relaxe ich gern auf meinem Balkon, um mich zu entspannen. Aber wusstest du schon, dass du auf Balkonien nicht nur deinen eigenen Akku aufladen, sondern sogar echten Strom erzeugen kannst? Mit einem sogenannten Balkonkraftwerk, also einer Photovoltaikanlage im XXS-Format, kannst du dir auch mit wenig Platz die Energie der Sonne zunutze machen. Dadurch tust du nicht nur deinem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt einen echten Gefallen. Aber was jetzt genau ein Balkonkraftwerk ist und worauf du achten solltest, wenn du dich für ein kleines Stück selbstproduzierte Energieversorgung entscheidest, das erfährst du jetzt. Deutschland steckt mitten in der Energiewende. Fossile Energieträger wie Kohle, Gas und Öl sollen genauso wie die Kernenergie Stück für Stück durch Energie aus erneuerbaren Quellen abgelöst werden. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral zu machen. Und ein erster wichtiger Zwischenschritt, der ebenfalls im Klimaschutzgesetz verankert ist, eine 65-prozentige Reduzierung der Emissionen schon bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, wird der Ausbau der Photovoltaik und Windkraft vorangetrieben. Und dabei können nicht nur der Staat, die Industrie und die Energieversorger einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, sondern auch jede oder jeder Einzelne, also auch du, zum Beispiel mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Bei einer Photovoltaikanlage hast du vermutlich direkt eine große Dachfläche mit vielen Solarmodulen im Kopf. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt, denn je größer die Fläche ist, mit der die Sonnenenergie eingefangen wird, desto größer ist am Ende auch der Stromertrag. Übrigens, dass du bei der Entscheidung für eine große Solaranlage nicht unbedingt hohe Anschaffungskosten in Kauf nehmen musst, sondern dich stattdessen sogar für ein rundum sorglos Mietpaket entscheiden kannst, das habe ich dir schon mal in einem anderen Video gezeigt. Schau da unbedingt mal rein. Aber du musst dir nicht direkt eine riesige Anlage anschaffen. Du kannst schon mit vergleichsweise wenig Platz deinen eigenen Beitrag zur Energiewende leisten und dabei noch bares Geld sparen. Ein sogenanntes Balkonkraftwerk benötigt, abhängig von seiner Leistung, nämlich gerade einmal 1,7 bis maximal 3 Quadratmeter Platz. Mit diesen kompakten Maßen findet es in aller Regel auch auf einem durchschnittlichen Balkon Platz. Daher rührt natürlich auch sein Name, Balkonkraftwerk. Aber was unterscheidet eigentlich so ein Balkonkraftwerk jetzt von der klassischen Photovoltaikanlage? Also welche Voraussetzungen müssen für eine Mini-Solaranlage auf dem Balkon erfüllt werden? Und lohnt sich die Anschaffung eigentlich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt's jetzt. So unterscheiden sich Balkonkraftwerk und klassische Photovoltaikanlage. Die Antwort auf diese Frage ist total simpel, denn im Hinblick auf die Funktionsweise der Solarzellen unterscheiden sich das Balkonkraftwerk und ihr Pendant für das Dach oder andere große Flächen zunächst gar nicht. Durch das Sonnenlicht, das auf die Solarzelle trifft, werden die Elektronen der Zelle in Bewegung gesetzt. Und dabei findet eine Wechselwirkung zwischen dem einstrahlenden Sonnenlicht und dem in der Solarzelle verbauten Halbleiter statt. Elektronen werden freigesetzt und der Stromfluss beginnt. Und dieser erzeugte Strom wird über die Metallkontakte an den Seiten der Zelle abgeführt und über ein Stromkabel dorthin transportiert, wo er benötigt wird. Was bei der klassischen Photovoltaikanlage im Großen passiert, passiert beim Balkonkraftwerk eben im Kleinen. Der Unterschied? Eine größere Photovoltaikanlage ist für gewöhnlich in einem eigenen Stromkreis eingebunden. Eine Mini-Solaranlage dagegen wird einfach per Stecker mit dem bereits installierten Stromnetz verbunden. Deshalb spricht man auch von einer sogenannten Plug-and-Play-Solaranlage. Stecker rein und los geht's! So einfach wie Plug-and-Play jetzt im ersten Moment klingt, ist es dann aber leider noch nicht ganz. Bevor dein Balkonkraftwerk an den Start geht, müssen nämlich bestimmte Voraussetzungen für eine Mini-Solaranlage erfüllt werden. Jetzt wird es mal kurz ein bisschen bürokratisch. Ein Balkonkraftwerk darf seit 2018 ohne vorherige Genehmigung in einem deutschen Haushalt installiert werden. Und die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen regeln Schriftstücke mit dem klangvollen Namen Vornorm DIN VDE V0100551, kennst du, oder? Und DIN VDE V0100551. Gut, dass du den Namen schon einmal gehört hast. Merken musst du ihn dir aber nicht. Die wichtigsten Informationen fasse ich dir nämlich hier zusammen.
Auch wenn du dein Balkonkraftwerk in den vorhandenen Stromkreislauf deines Hauses oder deiner Wohnung einbinden darfst, ist dafür eine genormte Energiesteckdose, auch WLAN-Einspeisesteckdose genannt, notwendig. Mini-Solaranlagen, die an eine Energiesteckdose angeschlossen werden können, verfügen über einen entsprechenden Stecker, der aus robusterem Plastik besteht. Die Pins zur Übertragung des Stroms liegen dann nicht wie beim klassischen Schuko-Stecker komplett frei, wodurch dann eben die Gefahr eines Lichtbogens zwischen Stecker und Dose und damit die Überhitzung und Brandgefahr minimiert werden. Eine normale Haushaltssteckdose ist ebenso wenig zulässig wie eine Mehrfachverteilersteckdose. Sicherheit geht natürlich vor. Und da dieses Prinzip vor allem in Deutschland gelebt wird, darf der Einbau der Steckdose nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. Und das ist auch gut so. Eine Elektrikerin oder ein Elektriker kann nämlich im Vorfeld außerdem prüfen, ob sich die Leitung, die bei dir zu Hause installiert ist, überhaupt für eine Einspeisung deines Solarstroms eignet. Darüber hinaus übernimmt die Elektrofachkraft auch den Einbau eines sogenannten Zwei-Richtungszählers. Der ist notwendig, damit nicht nur der Strom gemessen wird, den du selbst verbrauchst, sondern auch derjenige, den du vielleicht ins öffentliche Stromnetz einspeist. Die gute Nachricht: Dieser spezielle Stromzähler kann einfach über deinen Stromanbieter gemietet werden. Neben deinem Stromanbieter wirst du im Zuge der Installation deines Balkonkraftwerks außerdem mit der Bundesnetzagentur und deinem Netzbetreiber in Kontakt kommen. Über diese läuft nämlich die Anmeldung deiner Mini-Solaranlage. Ein Vorgang, bei dem dir im Zweifel sicher auch die Elektrofachkraft helfen kann. Vor zusätzlichen Kosten musst du dich übrigens nicht fürchten. Die Anmeldung ist komplett kostenlos. Verfügt deine Mini-Solaranlage über eine Leistung von weniger als einer Kilowattstunde und wird sie nur für die Selbstversorgung eingesetzt, entfällt außerdem die jährliche Meldepflicht. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist ausreichend Platz und der Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse. Denn auch wenn eine Mini-Solaranlage platzsparend ist, kann sie ohne Zugang zum Sonnenlicht natürlich keinen Strom produzieren. Logisch. Entscheidest du dich für eine Variante mit 300 Watt Leistung, werden knapp 1,7 Quadratmeter benötigt. Bei einer 600 Watt Variante sind es etwa 3 Quadratmeter. 1,7 Quadratmeter sind ungefähr so groß wie ein Arbeitstisch oder zwei Kicker. 3 Quadratmeter sind ungefähr so groß wie ein Billardtisch. Und welchen Einfluss die Leistung deines Balkonkraftwerks auf den Ertrag hat, das besprechen wir gleich. Mietrecht. Last but not least noch ein finaler Hinweis für alle Mieter. Da der Anschluss einer Mini-Solaranlage vielleicht mit baulichen Veränderungen einhergeht, solltest du im Vorfeld natürlich mit deiner Vermieterin oder deinem Vermieter sprechen. Sollte sie oder er etwas gegen deine Selbstversorgerpläne haben, musst du die Entscheidung leider hinnehmen. Du siehst also, die Entscheidung für ein Balkonkraftwerk ist durchaus mit ein bisschen Aufwand verbunden. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich die Anschaffung? Also jetzt Schluss mit der ganzen Bürokratie und ran ans Eingemachte. Dabei möchte ich eine Info vorweg schicken. Deinen gesamten Strombedarf kannst du mit einem Balkonkraftwerk natürlich nicht decken. Dafür ist die Leistung der kleinen Solarmodule einfach nicht stark genug. Außer du lebst super minimalistisch. Eine finanzielle Entlastung kann der Betrieb aber dennoch darstellen. Entscheidest du dich für eine Mini-Solaranlage mit einer maximalen Leistung von 300 Watt, dann kann der jährliche Ertrag bei rund 300 Kilowattstunden Strom liegen. Wie hoch der Ertrag am Ende tatsächlich ausfällt, hängt natürlich von den Sonnentagen, der Ausrichtung deines Balkons, der Neigung der Solarmodule und der Schattensituation auf deinem Balkon ab. Ideal ist im Übrigen eine Ausrichtung nach Süden, eine Neigung von 30 Grad und, wer hätte es gedacht, ein schattenfreier Aufstellungsort. Ach ja, und natürlich so viele Sonnentage wie möglich. Klar, unter diesen Idealbedingungen sind mit einer 600 Watt Mini-Solaranlage sogar ein jährlicher Ertrag von 600 Kilowatt Strom möglich. Übrigens, in diesem Video zeige ich dir, was du mit einer Kilowattstunde Strom alles machen kannst. Schau da unbedingt mal rein. Um herauszufinden, ob sich die Anschaffung einer Mini-Solaranlage lohnt, müssen wir einen Blick auf die Kosten werfen. Und da kannst du grundsätzlich von Anschaffungskosten von 500 Euro für ein Komplettpaket einer 300 Watt Anlage und rund 800 Euro für ein Komplettpaket einer 600 Watt Anlage ausgehen. Dann kommen noch die Kosten für die Elektrofachkraft dazu, das sind so ca. 250 Euro, macht unterm Strich also 750 Euro bzw. 1050 Euro. Amortisierung. Gehen wir vom aktuellen Strompreis von 36 Cent pro Kilowattstunde aus, dann haben sich beide Varianten nach etwa schon 5 Jahren rentiert. Und danach wirtschaftest du quasi in den eigenen Geldbeutel und tust außerdem der Umwelt einen großen Gefallen.
Übrigens geben die meisten Hersteller die Lebensdauer der Mini-Solaranlage mit 25 bis 30 Jahren an. Mein Fazit. Es lässt sich also festhalten, dass ein Balkonkraftwerk eine wirklich spannende Alternative für all diejenigen ist, die trotz eines eher geringen Platzangebots an einer Photovoltaikanlage natürlich trotzdem interessiert sind. Darüber hinaus ist die Mini-Solaranlage aber natürlich auch eine einfache Möglichkeit, um in das Thema Photovoltaik einzusteigen. Und zwar ohne hohe Anschaffungskosten und mit einem relativ geringen Installationsaufwand. Ich habe übrigens auch zwei 300 Watt Module an meinem Balkon. Voraussetzungen für die Anschaffung ist neben Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse eine Energiesteckdose, ein Zwei-Richtungszähler, der sicherstellt, dass der Zähler eben nicht rückwärts laufen kann, und eine Elektrofachkraft, die dich bei der Installation der Mini-Solaranlage unterstützt. Ich persönlich finde ja, dass ein Balkonkraftwerk eine vergleichsweise einfache Möglichkeit ist, um bei der Energiewende in Deutschland mitzumachen. Und der schöne Nebeneffekt: Mit der Mini-Solaranlage lässt sich mittelfristig sogar Geld sparen, wenn sich die Anlage nach wenigen Jahren amortisiert hat. Ich hoffe, dass ich dir alle wichtigen Infos jetzt liefern konnte. Wenn du dennoch Fragen hast, und die kommen bestimmt, dann schreib doch einen Kommentar unterhalb des Videos und wir klären das gemeinsam als Community. Ansonsten lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, und abonniere den Kanal mit der Glocke daneben, dann verpasst du keine neuen Videos, wie diese hier. Bis bald, tschüss. Auch Wieland Einspeckdose. Ja, ein bisschen viel geblinzelt, ne? Also.